herzlich willkommen, liebe BFC Preußen-Fans, zu BFC Preußen TV. Und wir sind hier, wo wir hin wollten. Wir sind in der Oberliga und wir haben das erste Spiel in der Oberliga zu Hause. Gleich ein Berliner Derby. Ich heiße euch recht herzlich willkommen an euren Monitoren, an euren Fernsehgeräten und wo auch immer. Ich freue mich, hier wieder bei euch zu sein. Es geht endlich los. Jetzt kribbelt's. Ja, jetzt geht's los und haben lange darauf hingearbeitet. Die Mannschaft hat sich, denke ich mal, hervorragend vorbereitet. Jetzt sind wir gespannt, was daraus wird. Und Freistoß für den SC Starken. Oh, gefährlich, aber Timo ist zur Stelle. Stark pariert von unserem Torwart Tino Habel. Bremer zu Breitkreuz, wieder Bremer und jetzt wieder auf G. Sehr gut gespielt. Jetzt können wir draus was machen. Bremer auf der... Und ja, was war das für eine Chance von unserem neuen Kapitän Patrick Breitkreuz. Ein starker Angriff. Ja, unser Kevin Morira ist noch nicht da, aber jetzt... Sehr gut! Ah, G, Junge, den musst du doch einbuchsen. Aber... Sieht im Rückraum Gabe, Patrick Breitkreuz, jetzt könnt ihr mal machen. Ah, bleibt im Rasen hängen. Auch das war wieder ein guter Angriff. Durch zu Tim Häusler. Jetzt kommt der lange Ball auf. Ah, auf Milosch. Kriegt er den noch? Oh, der Ball kommt, bleibt drinnen. Christian Gabe und jetzt gibt's Ecke. Gabe beim Eckball, der kommt gut auf den zweiten Pfosten. Lenny Stein, Alter! Nein! Ich werd bekloppt. Patrick Breitkreuz mit dem Kopfball, aber leider Gottes nur ans Außennetz. Und das war auch der Halbzeitpfiff, liebe Freunde. Kurz vor der Halbzeit mit der Riesenchance, das wäre es natürlich gewesen. Jetzt gibt es erstmal Halbzeit und wir hören uns gleich wieder zur zweiten Halbzeit. Viel Spaß mit unserem DJ Yogi. Denkt dran, unser Preußen Casino ist wie immer für euch geöffnet, hat die besten Würste. Stark. Stark. Stark! Ja, Mann! Ja, Mann! Geiler Typ! Fängt, Stefan Bremer empfängt, aber zu kurz die Abwehr. Aufpassen auf der linken Seite. Um Rückraum. Oh, Fuß vor. Jawohl! Stark! Stark von Breitkreuz. Jetzt geht er mal ab. Gekonnt, elegant. Zieht an dem nächsten vorbei. Grund dazu Linie, das müsste pfeifen, ja! Das müsste pfeifen, ja! Und das pfeift er. Das muss er pfeifen, das habe ich gesehen. Das macht er wieder in unnachahmlicher Weise, zieht bis zur Grundlinie. Und jetzt gibt es Elfmeter. Für unseren BFC Preußen. Schießt er das zweite Tor in der Oberliga für den BFC Preußen. Das ist das 2:0 und das ist der Sieg. Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich glaube, der Schiedsrichter hat doch gerade abgepfiffen. Ja, Schluss. Schluss in der Malteser Straße im Preußenstadion. Unsere Jungs gewinnen 2:0. War auf jeden Fall ein gutes Auftaktspiel von uns. Hatte jetzt nicht allzu viel zu tun, aber bei den Aktionen, wo ich da sein musste, war ich da. Und insofern bin ich mit der Mannschaft zufrieden und mit meiner Leistung heute auch. Sprich mal die Gefühle aus, als Ex-Preuße hier in der Jugend gespielt, jetzt in der Oberliga, erster Torwart, ist doch heiß, oder? Auf jeden Fall, ja, da kommen alte Emotionen hoch. Hab ja in der Jugend mit Preußen auch schon viel geschafft, viel erreicht und auch Jenny als Betreuerin schon gehabt. Und da haben wir nach dem Spiel in der Kabine natürlich auch zusammen schön gefeiert und hat sie auch gesagt, gut, dass ich wieder hier bin und jetzt ist in der Oberliga und nicht mehr als kleiner Junge. Daniel hat dir das Vertrauen gegeben als erster Stammkeeper, Fragezeichen? Ja, da muss ich auf jeden Fall auch erstmal ein Dankeschön aussprechen, weil es auch nicht natürlich. Bin ja noch sehr jung, habe die letzten Jahre jetzt nicht wirklich viel Spielerfahrung gesammelt und deswegen da auch ein ganz, ganz großes Dankeschön ans Trainerteam natürlich.